macht denn eigentlich ein Auto aus? Diese Frage beantwortet vermutlich jeder Mensch anders. Allerdings setzt sich die Antwort wohl aus Design, Beschleunigung, subjektivem Wohlfühlfaktor und auch Alltagsnutzen zusammen. In Zeiten von Downsizing, Dekarbonisierung und flüsterleiser Elektromobilität hat der Automarkt den Faktor Sound fast aus den Augen oder eben Ohren verloren. Aber eben nur fast. Normalerweise beginnt man einen TV-Beitrag auch mit der Front eines Autos, aber hier nicht. Denn das charakteristische Merkmal befindet sich am Heck, ist rund und kommt in vierfacher Ausführung. Die Rede ist natürlich vom Auspuff oder vielmehr von dem, was da rauskommt. In meinen Ohren nämlich Musik. Die Klangkulisse ist charakteristisch für einen Fünfender, bassig, rau und herrlich laut. So viel sei gesagt, das passt alles wunderbar zum Auftritt des Formentor, der in dieser Ausführung noch sportlicher daherkommt. Die ausgestellten Kotflügel, die lange Haube und hohe Schulterlinie deuten schon beim Ausgangsmodell Dynamik an. Der VZ5 toppt das noch einmal mit viel Sichtcarbon, den angesprochenen Endrohren, dem Diffuser und der polierten Modellbezeichnung. Auch im Innenraum hat der VZ5 einige Alleinstellungsmerkmale. Das größte sind sicherlich die Sitze. Cup Bucket Seats nennt Cupra die Möbel, die man in Zusammenarbeit mit dem Rennsportzulieferer Saarbelt entwickelt hat. Die Optik ist super gut durch das Carbon, der Seitenhalt natürlich ebenso. Anzumerken ist aber auch, dass die Sitze niedriger montiert sind als jetzt in den anderen Cupra Formentor. Und das sorgt in Kombination mit der Tieferlegung von 10 mm, die der VZ5 sowieso schon hat, für noch mehr Nähe zum Asphalt. Der Formentor ist für ein klassisches SUV ohnehin zu nah am Asphalt. Der damit einhergehende, recht niedrige Schwerpunkt wirkt sich vor allem auf die Fahrdynamik aus. So fühlt sich der Cupra sogar auf der Rennstrecke wohl. Sein primäres Jagdrevier bleibt aber die Landstraße. Eines ist klar, es braucht viel Beherrschung, stets STVO-konform zu bleiben. Der 2,5 Liter Fünfzylinder hängt irre gut am Gas. Jedes seiner 390 Pferde ist auf Vortrieb gepolt. Der Allradantrieb mit Torque Vectoring sorgt dafür, dass die ganze Power auch schlupffrei am Asphalt ankommt. Auch der kräftigste Cupra kann ganz brav sein, also zum Beispiel, wenn man die Kinder in die Schule bringt oder die Schwiegermutter abholt. Aber wenn man auf den Cupra-Button drückt, na dann geht die Post ab. Das Fahrwerk versteift sich, die Gasannahme wird direkter und aus dem Auspuff röhrt es raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und für die ganz Motivierten hat Cupra den ESP-Ausknopf sehr prominent positioniert. Ein Charakterdarsteller unter der Motorhaube. Deaktivierbare Fahrhilfen, da könnte man beinahe nostalgisch werden, wäre da nicht das voll digitale Cockpit, dem im Grunde alle Knöpfe fehlen. So hat man wie in jedem anderen Cupra Formentor auch vollständige multimediale Unterhaltung und ganz nebenbei auch noch genug Platz für Kind und Kegel. Trotz seiner fahrerorientierten Ausrichtung gibt es nämlich auch im Fond viel Beinfreiheit sowie einen üppigen Kofferraum, der 420 bis 1457 Liter fasst. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Das muss man schon sagen. Der Cupra Formentor VZ5 ist kein Diskontangebot. Dafür bekommt man aber echte Fahrfreude und eine einzigartige, aber leider auch aussterbende Klangkulisse. Und wenn uns die Geschichte eins gezeigt hat, dann, dass besondere Autos als Neuwagen meist nicht billig sind, aber als Sammlerstück noch viel weniger. Also hoch lebe der Fünfzylinder und auf das ein abschließendes High Five.